Mein Equipment ist bereit. Ich bin ready für unser heutiges Vergehen. Denn wir haben heute eine richtig coole Aktion vor. Freunde, mein Name ist Easy Cheesy. Und damit ahoi und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, Freunde. Oh ja, Freunde, ich habe nämlich überlegt, dass wir mal was richtig Verrücktes machen können hier in Minecraft, Freunde. Wo alle sagen so, wow, Easy, hast du kein Leben, dass du so eine Aktion hier durchziehst. Und ich würde gerne versuchen, einen ganzen Chunk auszuheben. Dafür müssen wir uns jetzt erstmal einen Chunk aussuchen, der vielversprechend aussieht. Am besten, wir nehmen jetzt nicht so einen, der da oben direkt am Spawn ist, weil das ist ein Berg und das dauert nochmal viel länger. Sondern wir nehmen am besten irgendeinen, der hier unten so ist. Zum Beispiel hier. Wobei, zu nah hier dran will ich auch nicht sein, Leute. Hier bin ich gestorben mit meinem ganzen Equipment. Und Ebru ist auch hier gestorben. Das ist kein guter Ort. Vielleicht gehen wir doch lieber ein Stück weg. Da unten sieht es ziemlich gut aus. Da ist zwar Wasser, aber wenn wir uns da runterbauen, dann wäre das doch actually eine optimale Aktion. Ryan hat mir gerade geschrieben, dass er irgendwie im Ödland unterwegs ist und da ein Haus bauen will. Boah, da gehen wir mal nachschauen. Ich weiß nämlich nicht, was er vorhat. Der zerstört mir noch meine schöne Aussicht von meiner Base aus. Da vorne ist schon das Ödland. Was zum... Hä, was baut er da? Ich glaube, er baut original die Polizeistation von Gambo nach. Hallo, Frau Richterin. Ich mache gerade gar nichts Schlimmes. Ach so. Ja, ich bin gerade nicht im Dienst. Porzellan. Ja, das ist mir vor, Ryan. Easy. Ja. Also, Logo hat mich immer und immer wieder getrollt und die Polizei, die Porzellan, hat einfach nichts dagegen unternommen. Ah! Gar nichts. Okay. Deswegen verschiebe ich gerade die Polizeistation nach hier hin, weil da ist Logos Haus und dann sieht die Polizei auch direkt das Böse und muss was unternehmen. Du verschiebst. Ich sitze hier seit fast 2 Stunden und baue da alles ab und baue es hier wieder auf. Ich habe die ganze Zeit so Angst, dass Gambo online kommt. Das Gambo online? Ach so, stimmt. Das wäre... Aber der war heute Morgen mal online. Ich glaube nicht, dass der heute Abend noch online kommt. Ja, cool. Easy? Nein! Als ob Gambo jetzt doch... Was? Du hast deinen Namen einfach so oft gesagt, Ryan. Nein! Warte, ich lenk ihn ab. Ich gucke, ob ich ihn ablenken kann. Okay. Oh nein, der arme Ryan. Der macht sich hier gerade die ganze Mühe und jetzt ist Gambo einfach da und merkt das wahrscheinlich schon. Vielleicht kann ich Gambo irgendwie ablenken, aber ich weiß nicht wie. Das, Fabi? Was geht ab? Fabi? Hallo. Hi, was machst du? Ich mach mich jetzt an deinen MLG-Parcours. Oh, okay. Ja, du wirst da... Also ich muss dich nur kurz vorwarnen, du wirst da eventuell was sehen und es wäre schön, wenn du mir schwörst, nichts zu sagen. Vor allem nicht zu Gambo. Nicht zu Gambo? Nicht zu Gambo sagen. Ist eine Überraschung. Oh, ich wollte mit Gambo den MLG-Parcours machen. Ich muss ihm absagen. Oh mein Gott, war das knapp, Leute. Die wären beinahe beide da gewesen, Junge. Easy hat mal wieder den Tag gerettet. Ryan, du glaubst nicht, wie knapp das gerade war. Fabi und Gambo haben sich verabredet, um jetzt den MLG-Parcours zu machen. Nein. Es kann natürlich sein, dass Gambo jetzt alleine kommt. Ich hoffe aber nicht. Ich bin gar nicht da. Du warst genau. Oh, warte mal, dann denkt er, ich war das. Nein. Ja, Easy, was machst du hier? Hä? Und das von der Richterin, das hätte ich nicht erwartet. Okay, Ryan, ich wünsche dir noch viel Glück. Ich habe selber ein sehr, sehr großes Projekt gerade am Laufen, um das ich mich kümmern muss. Und da gehe ich jetzt auch mal wieder hin. Okay, viel Erfolg. Danke, dir auch. Dann machen wir uns jetzt mal wieder an unser geheimes Ultra-Secret-Top-Secret-Projekt dort unten. Ich habe gerade mal meinen Taschenrechner ausgepackt und habe ein paar Berechnungen angestellt. Ja, nein, ich hab's gegoogelt, ich gebe es zu. Ein Chunk hat ungefähr 32.000 Blöcke, die wir abbauen müssen. 32.000 Blöcke, wenn jeder Block irgendwie eine Sekunde dauert oder keine Ahnung was. Google hat mir gesagt, es dauert 9 Stunden, einen Chunk abzubauen. 9 Stunden pures Minen mit meiner Netherite Pickaxe, die auch noch... Creeper! Oh, der will mir helfen! Das ist aber nett. Ja, aber die Loch, das der Creeper hier jetzt gerade schon mal geschaffen hat, können wir theoretisch starten. 9 Stunden soll das Ganze dauern. Wir werden also einige Tage hier gut mit zu tun haben, damit einen Chunk abzubauen.
Und ja, mal sehen, was die anderen am Ende dazu sagen. Freunde, Gambo hat gerade gefragt, ob ich da bin und dass er ein ganz dickes Problem hat. Das heißt, wir können gerade gar nicht weitermachen, sondern wahrscheinlich hat er das mit Ryan mitbekommen. Wir gehen jetzt mal ganz schnell hin. Er ist irgendwo vorm Zoo scheinbar. Was ist denn hier los? Fix eine Gemüsesuppe. Easy, ich bin im Vollbruch. Warte mal, wo bist was? Du? Ich bin hier. Hallo, hallo, hallo. Anzeige, es muss Anzeige. Wieso denn eine Anzeige gegen mich? Wieso? Nein, hab ich denn schon wieder getan, Gambo? Nein, nein, du hast nichts getan. Alles gut. Okay. Alles gut. Ich bin gerade im Trümmerbruch. Mein Polizeipräsidium wurde abgerissen. Was? Oh, aber nur zur Hälfte. Hä, wirklich? Aber Logo war den ganzen Tag online schon wieder. Ja, Logo, da guck mal, wo das auch steht. Komm mal kurz hier rüber. Wir wollten gerade zu dir rübergehen, um dir das zu erzählen. Und schau mal da drüben. Lord. Bei Logos Haus? Ja, wir haben wirklich immer Verdächtiger sein. Hier. Gambo, du musst das Office haben mal was unternehmen. Das schreit nach einem weiteren Fall hier. Der hat einfach mein halbes Präsidium abgerissen. Wer macht denn sowas? Warte mal. Also ich war heute den ganzen Tag online. Ryan ist seit ungefähr 10 Minuten da, der kann es nicht gewesen sein. Fabi war heute auch noch nicht online. Warte, ich war online. Ich hätte es gewesen sein können. Ich war es nicht. Gambo, gib mir 5 Dias und ich sag dir, wer es war. Auf keinen Fall. Es wird ja immer teurer. Ich schreib's auf WhatsApp, Gambo. Du gibst mir 2 Dias? Nee, ich gebe. Gambo ist aber harter Partner, ey. Ich geb dir 2 Dias und du gibst dir die Nachrichten. 3 oder kein Deal? 3 Dias und du kriegst von mir 10. Warte. Ja, okay. Du kriegst von mir ehrlich 10. Bringt dir doch gar nichts, Fabi. Also, als erstes die Beweggründe. Ja. Du bist ja Polizist auf dem Server, Officer Gambo. Genau. Und es gibt hier eine Person, die sorgt immer wieder für Unfug. Fängt mit L an und hört mit Logo auf. Ja. Warte. Das muss Logo sein, ja? Ja. Nee. Erst mal überlegen. Und ich weiß, dass die Person sehr verärgert darüber ist, dass du nichts dagegen unternimmst. Deswegen wollte die Person dein Haus da vorne hinbauen, also die Polizeistation, damit du neben dem Bösewicht bist. Und dann was dagegen tun musst. Und eine Person ist sauer, ja, dass ich nichts dagegen unternehme. Gegen was nochmal jetzt? Gegen Logo. Dann ist das gar nicht Logo gewesen. Nein, das war nicht Logo. Das war nicht Logo. Warte, du weißt das auch? Nein, ich weiß nicht. Aber du weißt was. Ja, weiß für mein Verständnis. Logo macht Unfug. Mich dreht's. Ja, Logo macht die ganze Zeit Unfug auf dem Server und Officer Gambo unternimmt nichts dagegen. Mich dreht's. Gar nichts. Okay. Warte mal. Aber wer war's? Spann uns nicht auf die Folter, Ryan. Ich krieg noch 2 Dias. Du kriegst noch 2 Dias. Okay, er zahlt. Okay. Ryan, machen wir Hälfte, Hälfte. Ich hab ja wohl geholfen. Ist es Ben? Ich krieg auch. Nein. Okay, Fabi kriegt auch rein hier. Ist es Ben gewesen? Ganz kalt. Hä, mit 4 Buchstaben? 4 Buchstaben und der Anfangsbuchstabe ist ein. Er. Okay, tschüss, Leute, bis bald. Ich muss ganz schnell los hier. Bitte was? Ryan! Ich hab 80 Level. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Du bist so wüst. Oh mein Gott. Wie schlecht. Damit hab ich ja überhaupt nicht gerechnet. Hä? Ich dachte überhaupt nicht, dass das Logo gewesen ist. Ryan, ich werd dich bis auf deinen Tod verbringen. Nein. 80 Level hole ich mir. Oh mein Gott. Du hast bessere Rüstung. Helf dir auch beim Zurückaufbauen, wirklich. Ey, warum haust du mich denn jetzt? Was? Ach so, sorry, weil ich dachte, du schlägst mich. Ryan ist im PvP-Modus. Oh mein Gott. Aber Gambo, du hast jetzt 4 Dias bezahlt dafür, dass Ryan deine Station umgebaut hat. Finde ich klasse. Ist das schlecht. Der hat sogar noch okay, Ryan, du kriegst noch mal 2, wenn du es wieder zurückbaust. Nein, du kriegst... Gambo, du kriegst den Dia zurück. Nee, die habe ich ihm weggescammt. Warum nee, das ist gemein. Was hast du im Rucksack? Ey, nein! Warte mal, habt ihr das gemeinsam gemacht? Nein, ich war nicht beteiligt. Ich habe ihn nur gedeckt. Du bist aber verdächtigt oft bei irgendwelchen Sachen dabei und bist nur Beobachterin, Easy. Ja, ich beobachte nur, das stimmt. Ich mach nichts selber. Naja, gut, ich habe noch ein geheimes Prank-Projekt, das ich jetzt umsetzen muss. Ich meine, ich muss essen gehen, ciao. Okay, ich muss auch essen. Guten Appetit, warte mal, jetzt guckt ihr mir hinterher, oder was, wo ich hingehe? Nein. Nee, so läuft das hier nämlich nicht. Ihr seht mich nicht. So, Leute, zurück an die Arbeit.
Nach unermüdlicher Arbeit und Anstrengung sind wir jetzt endlich soweit und sind bei Level 0 angekommen, Freunde. Der Chunk ist soweit ausgebaut. Wir haben hier oben gestartet auf Höhe 63 und haben jetzt schon komplett runtergebaut, Freunde, bis Höhe 0. Wir sind hier jetzt auf Höhe 0 und so schaut das Ganze aus. Also das alles haben wir mittlerweile schon ausgewoben. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Ich saß jetzt mittlerweile ungefähr, ich würde sagen, so 4,5 bis 5 Stunden dran. Ich glaube, die meisten Blöcke haben wir sogar abgebaut. Also es geht jetzt eigentlich nicht mehr so weit runter. Allerdings ist dieser Bruchstein-Schiefer wesentlich, wesentlich schwerer abzubauen als der normale Stein. Also normaler Stein geht halt wesentlich schneller als dieser Bruchstein-Schiefer. Das ist jetzt kein so großer Unterschied, aber auf die Menge an Blöcken macht es halt schon einen enormen Unterschied. Aber ja, so sieht's aus. Der Chunk im Moment, wie er ausschaut, da oben hat ein Enderman-Block hin platziert. Der schwebt da jetzt einfach in die Luft. Wir haben jetzt hier auch ganz viele Fackeln und sowas schon platziert, damit hier nicht die ganze Zeit irgendwelche Monster spawnen. Ist auch super wichtig. Hier muss ich noch ein kleines Stück abbauen. Und hier in den Kisten habe ich eigentlich alles soweit reingetan, was wir bisher so an Blöcken bekommen haben. Da oben sind noch mal viel mehr Kisten. Jetzt geht's nur noch hier runter von Höhe 0 auf Höhe minus 60. Aber bevor wir weiterbauen, möchte ich mal ins Ödland schauen, denn Gambo und Fabi sterben die ganze Zeit und die machen gerade meine MLG-Challenge. Da drüben sind die beiden, die klettern gerade nach oben. Naja, mal schauen, was sie gerade machen. Da liegen die Leichen, oh nein. Warte mal, Fabi, nein, die versuchen beide das Honigblock-MLG. Das ist das Schwerste von allen. Oh, oh. Oh mein Gott, was ist denn das für ein MLG? Was versucht die hier, Fabi? Ich wollte ihn runterhauen. Gambo. Ich wollte ihn runterhauen. Wieso springt er dann einfach runter, wenn er mich sieht? Ich war so aufgeregt. Oh. Versucht ihr jetzt ernsthaft das Honigblock-MLG als erstes? Oder habt ihr alle anderen schon gesagt? Nee, das ist das Zweite. Das ist das Zweite. Nein, das ist das Schwerste. Ihr könnt nicht. Echt? Ja, das ist das Allerschwerste, na klar. Ich kann euch das ganz kurz erklären mit dem Honigblock oder wisst ihr, wie das geht? Ja, an der Seite. Da muss man so sticken, dran sliden, oder nicht? Ja, ja, ihr könnt den auch. Also ich weiß gar nicht, warum da keiner ist. Weil normalerweise ist der nämlich schon da. Also der kann da sein. Ihr braucht den nicht platzieren. Ja, es ist sonst unmöglich zu schaffen. Ach so, ja, dann. Ist halt dann sauschwer. Das ist der First Try. Dann schaffe ich das direkt. Glaube ich nicht. Ego, okay. doch. Ja, schön. Bewundere wollen. Euer Selbstvertrauen. Du musst es richtig wollen. Okay, wenn ihr Items drauf. Verliert, darf ich euch looten, ja? Wenn ihr sterbt. Ja, nein. Fabi hat ja gesagt. Okay, ich darf Fabi looten. Oh mein Gott. Auf. Ja! Du hast ja nur Kartoffelsuppe. Gambo, einfach. Voll ich war schlau. Ich nehm nix, Gambo. Fabi oh Gott, hat gar nichts. Das ist ein Trümmerbruch. Ich mach mit dem Pferd weiter. Ja, mach mit dem Pferd. Das ist easy. Das Pferd ist easy. Du musst dich nur raufsetzen. Aua! Ja! So nämlich. Komm her, Gambo! Ich glaub an dich, du schaffst es! Hört er uns ich überhaupt hier, Nene? Nein! Och Mann, Leute, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Das ist auch nicht schwer, aber ich hab. Oh, komm an. Ich hab 34 Level, ich mach's jetzt einfach. 34 Level? Die lasse ich mir unten aber nicht geben. Oh Gott, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Es sieht von oben immer höher aus, als es ist. Nein, Gambos Leiche liegt da. Ich kann da nicht runterspringen. Jetzt ist sie weg. Okay, okay, okay. Ja, gut, let's go. Fabi, wolltest du Gambo, ernsthaft? Ich wollte das Pferd in die Hand nehmen. Du wolltest das Pferd in die Hand. Junge, Fabi, nee. Ich wollte dich eigentlich draufsetzen. Ich habe in den Rucksack von dem Pferd, ich habe auf den Sattel geguckt. Oh, Mann. Das ist aber schade. Naja, First Try geschafft, was soll man sagen? Willst du nochmal? Mach mal Honig. Nee, muss nicht sein. Ich wünsche dir noch viel Spaß und viel Glück. Dankeschön. Auf zurück zu Projekt Chunk. Ich habe von der Möglichkeit gehört, wie wir sogar das Bedrock unter unserem Chunk zerstören können. Und dafür bin ich jetzt mal hier in der Einzelspielerwelt gegangen, um das Ganze mal auszutesten, ob das überhaupt funktioniert. Wir brauchen dazu einen Kolben, den wir unter uns platzieren, da wo wir das Bedrock zerstören wollen. Also darunter sollte das dann weggehen. Anschließend setzen wir neben den Kolben einen Obsidian-Block. Darauf kommt ein, egal, irgendein Block halt. Daran kommt dann so ein Hebel. Hier neben platzieren wir TNT. Hier drauf platzieren wir auch TNT. Hier kommt eine Falltür hin. Hier noch ein Obsidian. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt können wir den Hebel nicht mehr drücken. Jetzt müssen wir hier runter gehen. Ich habe da jetzt nochmal eine Falltür platziert. Den Hebel hier drücken. Und anschließend
einen Kolben genau an die Stelle platzieren. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber probieren wir es aus. Um das Ganze einfacher zu machen, habe ich meine Block-Platzieren-Taste auf eine Tastaturtaste gelegt, weil dadurch, man kann einfach dadurch viel schneller klicken. Okay, alright, seid ihr bereit? Also so funktioniert es jetzt nicht mit Rechtsklick. Ich muss das machen und jetzt müssen wir... bevor wir stehen... Ich habe keine Rüstung! Und es hat nicht funktioniert. Okay, wir müssen es nochmal schneller machen. Gerade hat es noch nicht funktioniert. Das TNT war gerade nicht stark genug, um den Kolben zu zerstören. Da müssen wir ein bisschen Glück haben, dass es auch funktioniert. Also noch einmal drücken, an Position und let's go! Er wurde platziert. Lass uns nachsehen. Wir müssen den Kolben abbauen. No way. No way! Als ob das wirklich klappt, Leute! Let's go. Das probieren wir aus in Minecraft, Freunde. Tschüss. Ich habe jetzt mal bei den anderen nachgefragt, ob es denn theoretisch überhaupt erlaubt wäre, Bedrock auf diesem Server abzubauen. Und die Antwort lautet nein. Es ist nicht erlaubt, denn es verstößt gegen die Spielregeln aktuell. Die können sich natürlich noch ändern. Vielleicht dürfen wir irgendwann den Bedrock unten durch einen Glitch oder sowas entfernen. Aber im Moment dürfen wir es leider nicht. Deswegen bleibt er jetzt erstmal da, wo er ist. Freunde, wir waren gerade richtig lucky, denn unser Chunk, den wir hier gerade ausheben, ist ein Schleim-Chunk. Hier ist gerade ein Slime gespawnt. Als ob, Freunde, wir haben einfach einen Schleim-Chunk ausgesucht. Wir hätten jeden Chunk aussuchen können und wir haben einfach einen Schleim-Chunk. Wie nice ist das denn bitte? Das heißt, wir haben jetzt hier einen endlosen Supply an kleinen Schleims, die hier spawnen und die uns natürlich richtig viele Schleimbälle droppen, so wie diese hier zum Beispiel, die wir halt verwenden können, ja, für Redstone-Mechanismen, für Fallen, für Pranks und so weiter. Oder sie auch verkaufen können. Richtig, richtig nice auf jeden Fall. Das heißt, es ist sogar richtig sinnvoll, dass wir das gerade hier machen. Aber ich zeige euch gerne mal, wie weit wir sind. Ich habe hier gerade das bisschen abgebaut, weil ich die Slimes gesucht habe. Ich dachte die ganze Zeit, wo sind die Slimes? Und dann habe ich festgestellt, ja, in unserem Chunk. Ich habe jetzt hier die Seiten ausgehoben. Das heißt, hier an der Seite, diese komplette Seite ebenfalls, ist schon mal ausgehoben von dem Chunk. Und jetzt bin ich gerade hier, Boy. Geht nach komplett ganz unten. Ihr seht ja, so weit oben haben wir das Ganze schon gemacht. Und ja, ich würde sagen, frohes Schaffen. Wir werden mal weitermachen. So, Leute, wir sind fertig mit dem Abbauen dieses Chunks. Der ist jetzt komplett verschwunden. Ich würde es euch gerne mal zeigen, aber ich will nicht, dass das Ganze auffällt. Das heißt, hier befindet sich nur noch eine ganz, ganz dünne Schicht Erde drunter. Wäre mega witzig, wenn irgendjemand hier hingeht und die Erde abbaut und einfach runterfällt. Aber gut, wir lassen es jetzt erstmal so, damit es nicht gleich auffällt. Da unten seht ihr es, da ist der Bedrock. Das hat mich Tage Arbeit gekostet, wirklich. Also 9 Stunden auf jeden Fall, wenn nicht sogar 10 Stunden oder länger, habe ich dran gesessen, diesen kompletten Chunk hier auszuheben. Das ist der Wahnsinn gewesen. Lasst mal ein dickes, dickes Like bitte für die Mühe da, die wir hatten. Das war mega aufwendig einfach. Aber wir haben es geschafft. Die Mühe hat sich gelohnt. Der Chunk ist gone. Wir haben einfach jeden einzelnen Block in dem kompletten Chunk abgebaut. Das können wir, glaube ich, sehen, indem wir F3G drücken. Genau. Yes. Oh mein Gott, er ist perfekt. Er ist perfekt. Die Chunk-Grenzen sind absolut vollkommen richtig. Wir sind fertig. Okay, Bedrock hatte ich ja gesagt, dass wir den leider nicht zerstören dürfen. Theoretisch wissen wir ja jetzt, wie das geht. Falls sich die Spielregeln also irgendwann ändern, könnten wir hier so ein riesiges Loch in den Boden haben. Ins absolute Nichts da unten. Wäre mega witzig. Und ich würde jetzt gerne mal ausprobieren, ob dieser Chunk-Prank hier funktioniert. Ryan hat nämlich gerade versucht, auf den Server zu joinen. Und er hat es scheinbar auch geschafft, denn er wird oben angezeigt in der Tab-Liste. Das heißt, Ryan ist am Start. Und da gehen wir jetzt mal hin. Wir machen das Ganze jetzt mal hier zu. Und dann gehen wir mal schauen, wo der gute Ryan sich gerade aufhält. Der hat nämlich da oben sein Haus umgebaut. Und da steht jetzt eine riesige Tafelschokolade. Sehr, sehr lecker. Da oben ist er auch schon. Okay. Guten Tag. Ich bin hier unten. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir? Gut und dir? Sehr gut. Ich habe eine Überraschung. Ich habe Angst. Solltest du auch. Hast du viele Level? Unverdächtige nein. Frage. Oh nein, ich habe 8 Level. 8 Level. Wäre es schlimm, wenn... Warte. Es ist nicht schlimm, wenn ich sterbe, aber ich muss kurz eine Sache machen. Okay. Bevor ich... weil ich habe das hier. Das geht wirklich? Wie? Ja. Logo hat mein Haustier geklaut, schon wieder. Nein. Und hat es mir so wiedergegeben. Ja, man kann den so placen und einfach wieder... Ah.
Meine Items kriege ich wieder, oder? Wenn ich sterbe? Oder deine Items? Ja, ja, die kriegst du wieder. Am besten setzt sie unten einen Spawnpoint. Okay. Ich zeig dir gleich alles. Dass du so mit und so freiwillig mitkommst zu einem Selbstmordkommando, was ich dir ganz offen sage, Ryan, finde ich total stark. Also, du hast auch schon aufgegeben, oder? Mit deinem Leben. Ich hab schon aufgegeben, ich sterbe eh immer. Das ist okay. Okay. Also, Ryan, pass auf. Ich habe nämlich einen Prank vorbereitet und du bist der allererste, der den hier heute zu sehen bekommt. Okay, bist du gespannt? Nice, ich fühle mich geehrt. Ja, ich kann dir einen Tipp geben. Du kannst ja mal raten, worum es geht. Also, der Prank befindet sich da hinten. Man kann ihn so erstmal nicht sehen. Das sieht verdächtig aus hier. Also, mein Plan. Der Erdblock hier. Nichts abbauen, nichts machen. Das hier ist gefährlich, gefährlicher Raum. Also, stell dich mal irgendwo hier hin. Angst. Hast du einen Wassereimer? Ja. Und bist du gut im Wasser einmal MLG? Ganz okay, würde ich sagen. Okay, warte mal. Das Problem ist, Ryan, normalerweise hätte ich gesagt, geh kurz vom Server und komm in einer Minute wieder. Das geht ja bei dir nicht. Nein, du kannst ja nicht. Okay, dann müssen wir den Prank leider anders gestalten. Naja, normalerweise wäre das halt so eine Überraschung, wenn man wiederkommt. Darf ich dich überraschen? Gibst du mir die Erlaubnis? Ja. Okay, ready? Und ich mag Überraschungen so. Oh mein Gott! Komm schon! Nein. Niemals! Niemals hast du das gerade überlebt! Hast du das geschafft? Ich hab den MLG geschafft! Junge, bist du krank drauf, Alter! Was? Hätte ich mal aufgenommen, was soll das denn? Du hast einfach einen MLG von dem ganzen Chunk hier runter geschafft! Das gibt's ja gar nicht! Ey, das ist PvP. Die Kunst ist das, Junge. Ja, und trotzdem habe ich nichts von deinem MLG-Parcours bekommen. Ja, weil Elina halt schneller war, also kann man nichts machen. Aber ich habe ein Special MLG auch gemacht. Echt, was hast du gemacht? Ein God-MLG. Da lässt man oben seinen Wassereimer fallen, springt ihm hinterher, fängt in der Luft wieder und macht dann den MLG. Oh, das hättest du jetzt mal machen sollen. Ja, das wäre ein bisschen schwierig, wenn man überrascht wird. Ja, also das ist hier auf jeden Fall mein Chunk, den ich abgebaut habe. Und ich habe rausgefunden, aber das darfst du niemandem sagen, weil das ist geheim, wie man Bedrock abbaut. Das kann man abbauen? Es funktioniert, ja. Es ist aber verboten. Es ist verboten. Nee, so funktioniert es auch nicht. Es gibt nämlich einen Trick, aber der ist 20 Stunden. Strengstens geheim. 2000 Jahre oder so wahrscheinlich. Du stehst aber noch hier. Ah, bau doch endlich ab. Nee, strengstens geheim und leider verboten. Deswegen darf ich ihn nicht abbauen, aber ich könnte, wenn ich wollte. Eines Tages, Ryan. Eines Tages. Am Ende. Jeder joint auf den Server, aber die ganze Welt ist weg. Du hast sie abgebaut. Wahrscheinlich, Junge. Das ist so geil. Würde ich dir zutrauen. Ich mir auch. Nein, Junge, das hier wirklich 10 Stunden Arbeit, das ist so krank. Aber okay, ich bin gespannt, was die anderen sagen. Was du immer vorbereitet hast. Oh, Kissen. Ja, das ist der ganze Loot. Oh, Dias. 29 Dias. Das waren, glaube ich, sogar... Oder ich, nee, ich glaube, es waren 29 Dias von dem Chunk, die ich bekommen habe insgesamt. Du kannst dir als Belohnung, dass du das hier heute gemacht hast, 5 Diamanten nehmen. Okay, ich muss nochmal runter. Okay, tschüss. Okay, Leute, Ryan hat es einfach überlebt. Das ist so, so krass einfach, weil normalerweise, ich lasse ihm das mal offen hier, normalerweise schafft man das nicht, aber Ryan ist halt ultra, ultra gut in PvP. Ich finde es richtig cool, dass er das hier gerade überlebt hat. Das ist so, so heftig. Und ja, mega, mega nice. Das ist auf jeden Fall der Chunk. Schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare, was wir noch für Pranks machen können mit diesem ausgehobenen Chunk. Und ja, die anderen wissen nämlich noch nichts davon. Deswegen bin ich gespannt, was ihr für Vorschläge habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und hasta la pasta.